Olaf Ribbe, herzlich willkommen am Pfalzner Weiher. Endlich geht's los. Wie groß ist die Vorfreude? Groß. Ein neuer Beginn für mich hier in Nürnberg. Und ja, ein paar Kollegen konnte ich schon kennenlernen. Durch die Corona-Restriktionen haben wir natürlich nicht volle Besetzung hier, ist klar. Aber war ein guter Beginn und ein guter erster Tag für mich und konnte ein paar Eindrücke sammeln. Ja. Wie genau sehen denn die ersten Aufgaben aus? Was steht jetzt aktuell an? Okay, für mich ist also das Wichtigste erstmal alle kennenzulernen und mir einen Überblick zu verschaffen. Im Team mit Dieter Hecking und Robert Klaus ja, die Aufgaben zu definieren, die wir jetzt vor uns haben, insbesondere für die letzten Spiele. Und das steht im Fokus im Moment für mich. Ist auch die enge Zusammenarbeit mit Mannschaft und Trainerteam das, was wirklich dann auch im Fokus stehen soll? Ja, da versuche ich mich einzubringen und zu helfen in den Bereichen, wo es notwendig ist. Aber in erster Linie gilt es, glaube ich, erstmal einen Überblick zu haben und zu schauen, wo ich wirklich jetzt helfen kann am Beginn. Ist es denn so, dass Olaf Ribbe ein Typ ist, der auch dann vor die Medien aktiv vor die Kamera geht, sich der Frage, Antwort, alles Mögliche stellt oder eher derjenige, der sich ein bisschen zurücknimmt? Ja, grundsätzlich stelle ich mich gerne allen Fragen und gebe auch gerne Antworten. Aber ich glaube, jetzt ist erstmal gefragt zu arbeiten und die Dinge, ja, die jetzt anstehen und die jetzt wichtig sind, auch im Blick auf das Sommer-Transferfenster zu erledigen und ja, erstmal mehr arbeiten und dann können wir reden. Transferfenster ist ein gutes Stichwort. Durch die Corona-Pandemie wird sicherlich ein weiterhin aufregender Sommer, ein schwieriger, herausfordernder Sommer. Sind das so die Aufgaben, wo man besonders dann kreativ sein muss, die Transfers zu tätigen? Ja gut, Kreativität ist ein gutes Stichwort in dem Zusammenhang. Ich glaube, das hat jeder Club so ein bisschen vor sich jetzt. Wir haben ja, verschiedene Themen, die den Sommer sicherlich nicht einfacher machen, Budgetthemen, aber auch ja, ein veränderter Markt grundsätzlich. Ich glaube, wir stehen vor einer herausfordernden Zeit, nicht nur als FC Nürnberg, sondern generell im Fußball. Und das gilt es zu meistern und ja, da sind wir trotzdem positiv, dass wir da gute Sachen machen können. Helfen dir dann auch die Erfahrungen, die du gemacht hast? Du warst nicht nur in Wolfsburg, du warst auch im Ausland, in England bei Huddersfield oder jetzt in Griechenland bei Saloniki? Ja, die Auslandserfahrungen waren toll für mich. Mal andere, ja, nicht nur die anderen Kulturen kennenzulernen, aber natürlich auch andere Vorgehensweisen in Transfers oder auch insgesamt mit einer anderen Mentalität umzugehen. Das waren wertvolle Erfahrungen, die möchte ich hier natürlich einbringen, klar. Wirst du denn bei den Spielen mit auf der Bank sitzen? Es gibt ja Sportdirektoren, die sitzen unten, sind wirklich bei der Mannschaft dabei. Es gibt welche, Dieter Hecking hat es bei seiner Vorstellung gesagt, als Sportvorstand zieht er sich eher zurück und beobachtet das Ganze von außen. Ja, wir haben uns jetzt gemeinsam dafür entschieden, dass ich bis zum Saisonende jetzt erstmal nicht auf der Bank sitzen werde. Um einfach auch die Abläufe so zu lassen, wie sie jetzt sind. Das ist, glaube ich, ganz normal, dass wir das jetzt mal so belassen, um da jetzt keine Änderungen vorzunehmen. In dem Konstrukt zur neuen Saison werden wir das nochmal neu überprüfen und gegebenenfalls ändern, so wie wir es für richtig halten. Aber das entscheiden wir im Team. Dann zum Abschluss noch die Frage, wie ist denn der Stand der Dinge? Kommt die Familie mit nach Nürnberg und auch schon was von der Stadt gesehen? Leider noch nicht so viel gesehen, ein bisschen. Und ich freue mich darauf, mehr zu kennenzulernen natürlich. Meine Familie möchte ich schon gerne nach Nürnberg bringen, ja. Dann sagen wir herzlichen Dank, nochmal herzlich willkommen hier am Pfalzner Weiher und viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben. Vielen Dank.